Thomas, gratuliere zu den 3 Punkten. Würdest du sagen, dass das Debüt, das Heimdebüt von Didi Küber gelungen war? Ja, natürlich. Wenn man 3 Punkte holt, dann ist es ein gelungenes Debüt. Ja, über das Spiel. Ich glaube, wir waren erste Halbzeit in dem neuen System sehr präsent, haben viel Ballbesitz gehabt, haben es hier und da verpasst, dass wir dann, wenn wir uns irgendwo festgespielt haben, dass wir uns dann lösen, dass wir die Seiten verlagern auf den freien Spieler. Das haben wir in der Halbzeit angesprochen. Wir haben auch gewusst, dass Mattersburg etwas mutiger wird, dass sie im Zweikampf extrem stark sind, dass wir trotzdem unsere Konter haben werden. Ich glaube, die haben wir gehabt. Wir sind 3-4 Mal, haben wir 100%ige Torschancen. Das, was einfach ein Tor sein muss, dann führen wir 2-3-0, dann ist das Spiel entschieden. So was erzieht dann bis zum Schluss, wie so oft schon in der Saison, dass wir einfach die Chancen dann nicht reinhauen. Und heute war es aber so, dass man mit extremer Leidenschaft den Sieg dann über die Zeit gebracht hat. Kann man auch gut wienerisch sagen, dass ihr momentan ein bisschen am Zahnfleisch geht? Nein, am Zahnfleisch. Es waren jetzt einfach intensive Spiele und die Pause kommt jetzt genau recht. Und dann nach der Pause werden wir wieder bei 100% sein und wieder besser spielen. Ein wichtiger Sieg für uns, dass es jetzt kein Sieg mit einer Glanzleistung war. Oder vom Brillieren waren wir auch weit weg. Aber in dieser Situation helfen uns Siege. Ich glaube, wir haben gekämpft und dagegen gehalten, was noch gegangen ist. Erste Halbzeit haben wir das Spiel gut im Griff gehabt. Zweite Halbzeit dann natürlich auch ein bisschen die Kräfte wieder ausgegangen. Nach den letzten intensiven Wochen haben wir gespürt. Aber ich glaube, die Mannschaftsleistung war geschlossen. Wir haben miteinander kombiniert und auch miteinander marschiert. Ich glaube, die Systemumstellung hat uns heute geholfen. Das hat Mattersburg auch ein bisschen überrascht und deshalb war die erste Halbzeit gut. Und natürlich war das Führungstor dann ganz wichtig, dass wir einfach das Spiel besser unter Kontrolle bekommen. Was sind die positiven Dinge, die du als Kapitän für dich und die Mannschaft mitnimmst? Ja, die positiven Dinge, ganz klar, die 3 Punkte und dann einfach, dass wir das Stadion mitgenommen haben. Es war heute eine positive Stimmung, überhaupt kein negativer Moment da. Und das hat uns natürlich geholfen heute. Das haben wir einfach gesehen, dass auch Fehler verzeiht worden sind. Aber das Publikum, glaube ich, hat gemerkt, dass wir wollen, dass wir marschieren. Und so hat das auch dann zum Sieg natürlich gereicht. Aber wir müssen uns ganz klar steigern. Das ist jetzt nicht alles gut mit einem Sieg gegen Mattersburg mit 1-0 zu Hause. Das wissen wir. Aber es war jetzt wichtig für uns für die Länderspielpause, dass der Trainer jetzt auch ein bisschen Luft kriegt, dass wir Luft kriegen und dass wir jetzt 2 Wochen Zeit haben, den Trainer besser kennenzulernen, der Trainer die Spieler besser kennenlernt und ja, das ein oder andere Schrauberleben dreht.